Wusstet ihr, dass Schnee eigentlich gefrorener Regen ist? Klar weiß ich das. Ich bin auch nicht blöd. Nur halt in weiß und nicht so durchsichtig. Und wusstest du, dass Pferde Schnee riechen können, obwohl der Schnee noch gar nicht da ist? Ich kann dich auch immer riechen, obwohl du noch gar nicht in der Nähe bist. Wieso? Weil du nach Pferd riechst. Ich bin ja auch eins. Ey, Jonas! Ja? Voll in die Fresse, ey. Ja, bisschen scheiße geworfen. Was? Voll scheiße geworfen habe ich den. Der blutet nicht mal. Musst du mehr Anlauf nehmen? Vielleicht muss ich ein paar Steine mit in den Schneeball machen. Was baust du da eigentlich, Mareike? Also, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was? Also, dann wird dir wohl das Pferd in der Falle verrückt. Sag, was baust du? Das ist ja wohl ganz eindeutig ein Pferdestall. Johanna? Johanna, komm her, ich will dich was fragen. Wie lange geht die Pause noch? Wir hätten noch genug Zeit, eine Runde Pferdchen zu spielen. Nein. Ich bin das Pferd. Du, Johanna, kurze Frage. Und zwar... Lexa? Herr Mühlenkopf, was geht ab? Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich war nicht in der Raucherecke. Du hast aufgehört zu rauchen? Ja. Seit? Heute Morgen. Aber nur, weil die Tanke heute zu hatte. Halt die Fresse, Sandra. Herr Mühlenkopf, dürfte ich einmal kurz auf die Toilette? Ich müsste kurz abäpfeln. Es ist Pause, Mareike. Natürlich darfst du. Okay. Aber vorher stehe ich noch ein bisschen rum. Einfach so. Wie ein Pferd. Lexa, du musst bitte wirklich aufhören zu rauchen. Klar, mit dem Rauchen aufhören ist kinderleicht. Hab schon 5-mal geschafft diese Woche. Boah, krass. Ich dachte immer, das wäre voll schwer. 5-mal diese Woche schon. Lexa, ich bin eigentlich gar nicht hier wegen des Rauchens. Wegen den Rauchens. Wegen des Rauchens. Lexa, ich bin hier, weil sich Kinder beschwert haben. Du hättest ihnen Schneebälle ins Gesicht geworfen? Nö. Sicher? Kann ich mich nicht dran erinnern. Doch, eben gerade. Hast du das schon vergessen? Halt die Fresse, Sandra! Vor ein paar Minuten hast du Johanna und davor Jonas einen Schneeball ins Gesicht geballert. Sie lügt. Nee, guck, ich hab's doch aufgenommen. Ey, Jonas! Ja, danke für deine Hilfe, Sandra. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Kinder haben auch gesagt, du hättest mit Absicht noch Steine mit in den Schneeball gemacht. Niemals! Du, Johanna, kurze Frage. Und zwar... Au, ein Stein! Da war ein Stein drin! Lexa, das gibt einen Tadel. Oh, herzlichen Glückwunsch! Sandra, das ist nichts Gutes. Oh, schade. Ich habe jetzt übrigens gerade im Stall abgeäpfelt. Ich muss ihn mir auf Toilette. Herr Lehrer? Ja, was denn, Sandra? Wann haben wir heute Heimat und Sachkunde? In der letzten Stunde. Ach so. Wieso fragst du? Nur wegen dem Huhn. Was? Na, wir haben doch gerade das Thema Huhn. Ja. Und da habe ich mal geguckt. Okay. Und vom Nachbarn ein Huhn geklaut. Sandra. Was? Du hast ein Huhn mit in die Schule genommen? Klar. Wie hast du das denn hergekriegt? In meinem Schulranzen. Du hast ein Huhn in deinem Schulranzen? Nee, jetzt habe ich ja auf dem Arm. Das ist absolute Tierquälerei. Das Huhn zu schlachten wäre Tierquälerei. Los, komm. Husch, husch. Das gibt für dich ebenfalls einen Tadel. Yes! Das ist nichts Gutes. Egal. Hauptsache, ich kriege überhaupt mal irgendwas. Lexa, Sandra, ihr geht sofort zum Direktor. Mareike, galopp in die Klasse.